Leute, das sind ja Alpha-Clan-Banner, hängen da an der Burg dran. Alpha-Stein, was machst du in meiner Burg? Du willst also um die Burg kämpfen? Hey Leute, Crymax hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel 2, Leute. Heute ist natürlich mal wieder einiges geplant, Freunde. Und zwar habt ihr mir letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass ich die Bergerburg zurückerobern soll. Und genau das werden wir heute in dem Video tun. Also lasst ein Like und ein Abo da und bleibt auf jeden Fall am Start, um nichts zu verpassen, Freunde. Wir sind hier gerade noch in Paul Berger Hills, Freunde. In der neuen Paul Berger Hills-Stadt, die ich gerade mit Candy aufbaue. Der hat hier schon richtig viel gebaut. Wir haben ja letztes Mal hier den Paul Berger Hills-Schriftzug aufgebaut. Und Leute, ihr habt mir auf jeden Fall letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass ihr es gut findet, dass wir Paul Berger Hills wieder aufbauen. Aber ihr wollt auch, dass wir die Bergerburg zurückerobern. Und da habt ihr natürlich komplett recht, Leute, weil die Bergerburg haben wir aufgebaut und wir werden sie natürlich nicht kampflos aufgeben. Also auch wenn wir hier in Paul Berger Hills später eine coole Luxusvilla haben, will ich natürlich trotzdem meine Burg behalten. Falls mal Krieg entsteht, ist das ein super Ort, Leute. Und deswegen werden wir heute die Burg zurückerobern. Ich habe hier schon ein bisschen was gefarmt, Leute, denn in der nächsten Folge werden wir anfangen, die Luxusvilla zu bauen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Die werden wir natürlich hier in Paul Berger Hills bauen. Aber heute, wie gesagt, werden wir erstmal unsere Burg, die Bergerburg, zurückerobern. Und an dieser Stelle noch kurz Werbung in eigener Sache, Leute. Und zwar auch dieses Jahr gibt es wieder die iCrymix Adventskalender. Leute, 70% sind schon ausverkauft. Also wenn ihr noch einen haben wollt, dann sichert euch jetzt einen, Leute. Mit dem iCrymix Customs Bausatz, der Spieleplatte, 3 extra Videos und einer handsignierten Autogrammkarte. Wie gesagt, Leute, wir können keine nachproduzieren. Also wer einen iCrymix Adventskalender zum 1. Dezember haben möchte, Leute, jetzt in der Videobeschreibung auschecken. Aber Leute, ich muss euch noch was Krasses zeigen, bevor wir gleich die Bergerburg zurückerobern werden. Und zwar, ihr könnt schon sehen, Leute, wir haben jetzt endlich unser eigenes Pferd, Leute. Jetzt sind wir ein richtiger Bergerritter. Und zwar hat Russik mir vorhin ein Pferd geschenkt mit Diamantrüstung. Übelst krass, Freunde. Also damit können wir auf jeden Fall gleich in die Schlacht ziehen und die Burg zurückerobern. Wir brauchen noch einen coolen Namen für ihn. Wisst ihr noch, wie unser letztes Pferd hieß? Störri. Ja, und zwar, das ist hier Störri 2. Was geht ab, Störri? So, ich habe auch noch übelst krassen Loot dabei, Diamanten und alles, weil, vielleicht habt ihr es ja in dem Paulberger-Video gesehen, wir waren auf Reisen. Ich war 14.000 Blöcke weit weg von der YouTuber-Insel, ich habe richtig krasse Sachen gefunden. Ach, ein Totem. Totem habe ich übrigens auch von Russak bekommen, also wir sind echt gut ausgestattet für den Krieg. Ich habe richtig viele Dias, habe übelst krassen Loot gefunden, Leute. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, unsere Heimat zurückzuerobern, Leute, weil ich habe hier nicht mal eine Ender-Chest. Ich kann nicht mal meine ganzen Diamanten absichern, weil die müssen wir auf jeden Fall erstmal in die Bergerburg bringen. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt hier mal das Seil. Und werden jetzt aber erstmal, bevor wir die Bergerburg angreifen werden, muss ich mir noch eine weitere Geheimwaffe holen, um sicherzugehen, dass wir wirklich den Krieg gewinnen werden. Und zwar, Leute, habe ich noch einen kleinen Deal mit Amir eingefädelt. Ich habe ihm gerade schon im Chat geschrieben, wo bist du? Komme gleich. Oha, wohin? Weil Amir, mit dem wollte, ich sag mal so, ich wollte noch was ziemlich Krasses von ihm kaufen und das werde ich ihm für 30 Diamanten abkaufen, also für richtig viel Geld, Leute. Also, ich habe auf jeden Fall geplant, hier meine Villa in der nächsten Folge zu bauen. Findet ihr das gut? Sollen wir die hier unten bauen oder sollen wir die lieber oben bauen? Das könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wir können ja mal kurz hochreiten. Hier oben kann man nämlich auch noch bauen. Es gibt jetzt hier nämlich verschiedene Schichten, Leute, bei Paul Berger Hills. Und zwar einmal hier kann man noch bauen. Hat man jetzt aber natürlich nicht super viel Platz. Oder hier ganz oben in der obersten Etage. Aber hier ist halt auch der Paul Berger Hills Schriftzug. Ist halt die Frage, Leute. Ich bin eigentlich, sage ich ehrlich, fast mehr dafür. Wobei hier so neben dem Hills Schriftzug ist auch krass, ne? Ist irgendwie auch krass, wenn man dann so einen Überblick über die Stadt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich bin irgendwie auch fast mehr dafür unten. Oh Gott. Ey, mein Pferd, Leute, es hat voll viel Leben verloren. Das müsst ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Weil dann würde ich auf jeden Fall nächste Folge mit euch gemeinsam hier anfangen, die Villa zu bauen. Och, ey, Mann, das ist hier aber nicht pferdegerecht gemacht. Ich finde es halt auch irgendwie nicht schlecht, hier unten die Villa zu bauen, weil, guck mal, dann guckt man schön auf den Paul Berger Hills Schriftzug. Ist auch nicht schlecht, oder? Und man ist halt hier voll zentral im Dorf. Also hat alles Vor- und Nachteile. Würdet ihr eher oben oder unten bauen? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare und wir warten jetzt mal, bis Amir kommt. Hallo? Ey, Amir, wo bist du denn? Ach, da bist du. Max, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Oh, mir geht's auch so, aber oh, ein Pferd hast du. Ja, hat mir Russik geschenkt. Ja, wir sind ja immer noch die Paulberger Ritter. Ah, okay, also das geht nicht weg, sagst du, ne? Nein, das geht nicht weg. So, Max. Ja, du wolltest noch einen Handel mir vorschlagen. Ja, warte mal ganz kurz. Oh. Boah, Junge. Ah. Alter, krass. Cool, oder? Das ist schon sehr cool, so ein Dreizack, ja? So ein Dreizack ist nice. Wäre natürlich geil, wenn man einen hier hätte.
Aha. Und einen zweiten hier. Oh mein Gott, okay, crazy. Muss ich mir einen Dreizackbruder nennen oder darf ich das auch so machen? Und du willst mir einen für 30 Dias verkaufen, ne? 30 Dias, ja. Ich muss aber sagen, du musst ihn aber sofort reparieren gehen, weil er hat noch eine Haltbarkeit übrig. Alter, ey, Bro, dann gib mir mal den anderen. Ich will das ja erstmal testen, was ich hier kaufe. Ich muss ja erstmal eine Probefahrt machen. Machen wir die Probefahrt. Warte, ganz kurz. Warte, ich hab Durst. Ich trinke mal ganz kurz Paulberger Limo und Schluck. Oh, oha. Bro, ich hab auch hier gerade meine Paulberger Limo. Ich trinke gerade Bubblegum. Ey, Bro, ich trinke auch gerade Bubblegum. Ey. Okay. Geil. Also, ich würde mal. Wie funktioniert denn so ein Dreizack? Weil das Ding ist, ich muss gleich noch in den Krieg ziehen, ja? Ich glaube, vielleicht hilft mir das ja. Wenn da Wasser ist, jetzt drück mal rechte Maus, guck mal ganz nach oben. Drück rechte Maus, lass los. Wow! Wow! Oh mein Gott. Kriegt man da Fallschaden? Ja. Du kannst aber auch, gib mir den mal. Ja. Oh mein Gott, da muss man ja richtig aufpassen. Man fliegt ja übelst nach oben. Ey, Leute, aber ja, damit werde ich meine Burg zurückerobern. Wow. Und dann Wasser-MLG. Water-LMG, ja. Das muss man halt auch können, ne? Wasser-MLG. Ja. Oh mein Gott. Oder was du auch machen kannst. Ist nice. Halt, ja, du kannst aber halt unter Wasser halt von Insel zu Insel schnell schwimmen. Boah, das ist schon cool, so ein Dreizack. Und bringt das auch was im Fight? Kann man damit so seine Gegner eher abwerfen? Macht das Schaden, oder? Du kannst, guck mal, ich baue die Dreizack gerade so zum Fortbewegen. Ah, also ergo, okay. Das ist wie so eine Elytra auf Light Edition. Okay, ich verstehe. Also, das kannst aber noch eine machen, die ganze Harpune 5 gehen, die macht ein bisschen mehr Damage. Du kannst schmeißen, mit Treue 3 kommt er immer wieder. Oh, und bei, okay. Wenn du den Laden drauf machst, wenn du jemanden abschmeißt mit deinem Dreizack, während gerade am Regnen ist, dann kommt ein Blitz auf den drauf. Wow, okay, das ist krass. Warte mal, gib mir noch mal einmal schnell deinen Dreizack. Ich will noch was testen. Wenn mir das gefällt, dann kaufe ich den. Für 30. Aber 30 Dias ist auch schon echt ein stolzer Preis. Aber ist natürlich Kenny auch gut. Kenny hat 50 gemacht. Kenny hat 50 gemacht? Ja. Kenny ist auch verloren. Warte mal. Oha! Komm mal, warte, ich zeig dir mal was. Oha, das ist schon crazy. Zieh mal deine Schuhe aus. Meine Schuhe? Dann kriege ich voll Fallschaden. Ja. Das ist mein Federfall. Komm mit. Aha, nein, okay. Ich zeig dir was. Boah, Leute. Wir gehen jetzt zusammen unter Wasser. Würdet ihr das kaufen für 30 Dias? Guck mal, schwimm mal ein bisschen nach vorne und drück STG, dann kommst du jetzt schneller schwimmen. Und jetzt flieg los nach geradeaus und mach die ganze Zeit so hintereinander. Immer so im Rhythmus. Ah, sorry, du bist gegen mich geflogen. Und bam! STG und nach vorne. Du musst bis nach vorne schwimmen, Ben. Oha! Bam! Alter! Leute, wie das aussieht! Yo! Oh mein Gott, okay, das ist schon krass. Jetzt ist hier natürlich gerade Nacht, Leute, aber das ist schon sehr krass. Warte mal, ich gehe mal schnell wieder zurück. Und wuhu! Und wuhu! Kann man auch aus dem Wasser hier raus? Wow, warte. Und aus dem Wasser raus! Wow! Oh mein Gott, warum sollte ich dafür... Hast du Spaß? Ja, das ist schon cool, aber warum sollte ich dafür meine Schuhe ausziehen? Wenn du mit Schuhen machst, bist du langsamer. Ach so, gut. 30 Dias haben wir gesagt, ne, für das Ding. So, war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. War mir auch eine Freude. Benutzen aber nicht vor, der hat genau eine Haltbarkeit. Oh mein Gott, ich muss den direkt reparieren. Ja, ich muss den direkt reparieren gehen. Ich wollte ihn eigentlich noch reparieren, aber du hast schon, komm, ich mach schnell verkaufen. Ja, alles gut. Ach, ey, warte mal, Amir, wenn du gerade hier bist. Ich bin ja auch gerade noch dabei, Paulberger Hills aufzubauen. Hast du Interesse am Grundstück oder was? Ja, ich hab mir gedacht, guck mal, ich hab natürlich, seid ihr ehrlich, meine Dreizacker verkaufe ich eigentlich für 50 Dias, aber ich hab mir natürlich einen Rabatt für den werten Herrn, dem Paulberger Hills, gehört. Vielleicht kann man so eine Hand weg, die andere, weil ich hab auch, in Zukunft verkaufe ich auch Eisen. Gut, also du willst hier einen Shop eröffnen? Ja. Ja, ich sag mal so, als... Ich weiß natürlich von den Steuern Bescheid, dass man ein bisschen... Nein, alles gut. Ich sag mal, die Stadt ist im Aufbau, man braucht hier keine Steuern zu zahlen. Das wird subventioniert alles. Gut, und was ich noch sagen wollte, wenn ich ein Premium-VIP-Ding, dann spende ich Eisenblöcke für den Beacon. Oh, Ehreneinwohner hier. Okay, ich merke schon. Innerhalb von 30 Minuten habe ich 5 Stacks Eisenblöcke gemacht. Okay, weißt du was, Amir? Du bekommst auf jeden Fall kostenlos hier ein Grundstück in Paulberger Hills zur Verfügung, für deinen Shop aufzubauen. Boah, nice. Also nice. Ich sag mal so, wir bauen Paulberger Hills aktuell gerade so mit hier so, du siehst hier so Schichten, also hier unten ist das Dorf, dann da zweite und dritte Schicht oben. Ja, ich bin noch am überlegen, das muss ich mal noch mit Candy abklären, aber vielleicht machen wir es vielleicht sogar so, dass die Shops hier in die Wand reinkommen. Ist vielleicht auch eine coole Idee, dass dann so die Shops da in der Wand drin sind, weißt du? Aber lass mich das mal noch durchklären für dich. Ich werde dir auf jeden Fall eine Gewerbefläche hier ready machen. Dann kannst du deinen Shop hier öffnen in der Stadt. Danke dir. Ich würde auch Dreizecke anbieten. Sehr Eisen. Cool, sehr cool. Ich habe eine Eisenfarm wieder übrigens, ne? Oh, okay, stark. Ich merke schon, du hast also hier wieder alles an Farmen. Aber sehr gut. Natürlich. Okay, Amir. Ey, ich muss jetzt aber in den Krieg ziehen. Ich muss meine Burg zurückerobern, ja? Ich wünsche dir was. Okay.
Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, danke. So, Leute, aber ich glaube, das schaffen wir auch alleine. Weil ich bin jetzt hier wirklich krass ausgestattet. So, wir steigen hier auf Störri auf unser Pferd auf. Und jetzt geht's in den Krieg. Wir werden jetzt die Bergerburg zurückerobern. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier unsere Luxusvilla bauen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ey, man kann mit Pferden keine zwei Blöcke mehr hochspringen. Warum? Das ging doch immer früher, oder? Spinn ich jetzt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das immer ging, Leute. Und let's go. Ey, aber wisst ihr was? Bevor wir hier die Burg angreifen, wer auch immer da dahinter steckt, Leute, werden wir aber nochmal ganz kurz unseren Dreizack reparieren gehen in der XP-Farm. Nicht, dass der gleich noch kaputt geht, Leute. Und wir wollen natürlich den Dreizack für die Eroberung benutzen. Let's go, ab zur XP-Farm, Leute. So, Leute, und wir sind angekommen. Jetzt müssen wir natürlich nur noch unser Pferd hier irgendwo auch noch anschnallen, sage ich mal. Ey, so, weil, ja, ihr seht schon, der läuft hier direkt weg. Der will hier direkt durchdrehen. Ich habe aber leider gar kein Holz dabei. Wir müssen irgendwie so ein... müssen ihn irgendwo anleihen, Leute. Sonst ist der hier am Durchdrehen. Boah, mein Inventar ist nur so voll. Mein ganzes Inventar ist voll, weil ich war ja komplett auf dieser Expeditionstour gewesen. Bin zurückgekommen und war noch nicht einmal wieder in meiner Bergerburg, um da Sachen abzuladen, Leute. So, zack, zack, zack. Wir machen uns erstmal hier schnell... oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich hier alles wegwerfen soll. So. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn das Inventar voll ist, ne? Ich sag euch, wie es ist. Es gibt nichts Schlimmeres. So, weg mit dir. Damit auch weg. Störri, Störri, herkommen. Du wirst jetzt angeleint. So, Störri. Störri an die Leine. Du wirst jetzt hier mal geparkt. Hast sogar noch eine Fackel bekommen. Okay, wir gehen jetzt mal schnell in die XP-Farm rein und leveln uns den Dreizack mal noch auf. Okay, Leute, let's go. Der Dreizack ist wieder voll aufgeladen. Und jetzt, warte mal, wir müssen doch hier eh aus dem Wasser raus. Das können wir doch vielleicht jetzt direkt mal hier gut nutzen. So, und let's go. Okay, warte, hier ein Berg auf. Oh Gott, ein Bergauf ist das hier gerade nicht so ganz effektiv, aber es geht auf jeden Fall trotzdem schneller. Let's go! Aber was auf jeden Fall ein richtig guter Trick ist, wie wir gleich die Burg erobern können, ist, wenn wir da echt so einen Wassereimer hinsetzen und dann können wir nämlich direkt über die Mauer drüber fetzen, dann wird derjenige oder diejenigen, die da letztes Mal die Burg eingenommen haben, gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, Leute. Sage ich euch, wie es ist. So, warte mal, wie kommen wir denn hier nochmal raus? Schon wieder verlaufen hier. Oh, hier war der Ausgang. Okay, Freunde, jetzt ist hier wirklich Schluss mit lustig. Wir werden uns jetzt hier auf unser Pferd draufsetzen und zur Bergerburg zurückreiten. Wie gesagt, ich möchte trotzdem meine Luxusvilla in Paulberger Hills bauen. Aber trotzdem, das ist meine Burg, Leute. Ich habe das Ganze mit aufgebaut. Ja, und natürlich werde ich die nicht kampflos abgeben, Leute. Was habt ihr denn gedacht? Lasst dafür jetzt mal ein Like und ein Abo da. Ist doch klar, dass wir darum kämpfen. Okay, Pfeile brauche ich jetzt hier nicht. Dann nehmen wir lieber mal, zack, die Leine ins Inventar. Oh, die Leine brauchen wir ja für unser Pferd, Störri. Oh mein Gott, okay, Leute, wir werden jetzt mal zur Bergerburg reiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier gleich bei der Bergerburg angekommen. Wir müssen jetzt natürlich nur mal schauen, ob die jetzt gerade besetzt ist oder ob die Bergerburg alleine ist. Beziehungsweise, ob da niemand dort ist, Leute. Wir müssen uns das mal... Wisst ihr was? Ich parke am besten mal Störri kurz hier. Störri, nicht, dass dir noch was passiert hier bei dem Kampf. Das sind auf jeden Fall harte Gegner letztes Mal gewesen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Deswegen wartest du am besten hier. Störri, herkommen. So. Oder warte mal. Wisst ihr was? Ich werde den einfach kurz einbauen. Ich werde den hier einfach kurz einbauen. Ich hole dich gleich hier wieder raus, Störri. Ich hole dich hier gleich raus, okay? So, du kommst jetzt einmal erstmal hier rein. Hier, runter. Runter hier. Rein hier mit dir. So, ich dachte schon, ich hätte Mr. Berger verloren. Ich würde dich natürlich nie verlieren wollen, Störri. So, Störri, ich hole dich auf jeden Fall raus, wenn alles vorbei ist, okay? Warte hier. Gut, Leute, das ist besser. Nicht, dass unserem Pferd noch was passiert. Gut, dann lass jetzt einmal kurz gucken. Bevor wir jetzt hier hingehen und angreifen, hey, die haben das Nether-Portal kaputt gemacht. Warum haben die das denn gemacht? Leute, wir haben übelst viel wertvolles Zeug dabei. Wenn uns jetzt was passiert, dann wird das doppelt wehtun. Also wir müssen jetzt richtig gewappnet sein für alles. Goldäpfel habe ich im Inventar, Essen habe ich im Inventar. TNT habe ich im Zweifelsfall auch, falls wir uns durchsprengen müssen. Warte mal, ich setze auf jeden Fall erstmal hier einen Waypoint. Falls wir sterben sollten... dann sind wir direkt hier, um uns unsere Sachen wieder zu holen. Das ist schon mal gut. Leute, ich weiß jetzt echt nicht, was jetzt hier auf uns zukommt. Ein Totem. Auf jeden Fall Totem in der Hand halten. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. So, wobei, nee, wir haben das Schild in der Hand und hier dem Totem. Okay, ich glaube, wir haben alles Wichtige, was wir brauchen. Wassereimer, Lavaeimer. Okay, wir sind ausgestattet. Ich bin so ready, Leute. Ich bin so ready. Okay, wir gucken jetzt mal. Wir schleichen uns daran. Wir schleichen uns daran. Wir müssen rausfinden, wer das war, wer dahinter steckt. Welche YouTuber sich da verkleidet haben. Leute, das sind ja Alpha-Clan-Banner hängen da an der Burg dran. Leute, was hat der Alpha-Clan? Was hat Alphastein jetzt damit zu tun? Leute, das waren doch diese Ballers letztes Mal gewesen. Hä? Hä? Die haben sich doch irgendwie Ballers genannt und hatten so komische Skins drin. Jetzt auf einmal hängen hier Alpha-Clan-Banner. Ey, Leute, das ist hier ganz komisch. Ich sage euch, wie es ist. Das ist hier ganz, ganz komisch. Glaubt ihr, Alphastein hat was damit zu tun? Ich muss mal kurz gucken. Alphastein? Was machst du in meiner Burg?
Was ist deine Burg? Siehst du die Banner da vorne? Alphastein, das ist die Bergerburg. Mach sofort deine Banner weg. Das ist die Alpha-Clan-Burg. Ey, hör auf zu schießen. Ich sag's mal so. Das ist mein Territorium. Wo ist die andere Banner? Du hast die abgebaut. Alphastein, hör mir jetzt gut zu. Was willst du, ein Crybag? Letztes Mal haben hier irgendwelche komischen maskierten Leute die Burg übernommen. Du bist jetzt nur gekommen, weil die Burg leer war und behauptest jetzt, die gehört dir, aber die gehört mir. Nein, Max, das ist die Alpha-Clan-Burg jetzt offiziell. Hast du meine Message immer noch nicht verstanden, oder was? Wie, was für Message? Was faselst du? Dich haben schon Leute angegriffen. Hast du es nicht vergessen? Ja, ich weiß. Warte mal, Stefan. Wenn die dir es gegeben hat dafür. Nein, du steckst dahinter. Du hast den Dias gegeben, dass die mich angreifen, die anderen. Oh mein Gott. Okay. Alphastein, letzte Chance, das ist meine Burg. Raus da. Meine Burg, ich nehme jetzt meine letzten Sachen raus und dann gehe ich kurz angehen. Deine letzten Sachen, das ist alles mir da drin, das Zeug. Alpha, okay, gut, dann werde ich die Burg halt, ich werde die Burg erobern. Du wirst schon sehen. Gut, Leute. Okay, er will es nicht anders. Er will es nicht anders. Komm, dann benutzen wir direkt mal unseren schönen neuen Dreizack, was wir hier haben. Und bam! Okay, warte. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Warte. Ja, Alphastein. Ja, du wirst schon sehen. Bewege hier. Was hast du da? Let's go! Guck mal, so schnell bin ich in deiner Burg drin. Das ist meine Burg. Ey, weg, Max. Du musst deinen Bogen raus. Du siehst heute schwer, wie schön. Ja. Ach, ey. Du versuchst mich mit meinen Fallen zu pranken, die ich gebaut habe. Hey, Max, muss ich sein. Alphastein, letzte Chance. Komm. Du willst also um die Burg kämpfen? Ja, werde ich, weil es meine ist. Ich stehe wie ein Mann dafür. Ah, du kannst gar nichts, wenn du alleine bist, Junge. Wenn du bist, wenn die Tagi auf dem Server online kommt. Wenn wir alles überleben. Leute, wer kommt die Tage hier auf den Server? Was sagt der da? Ey. Neue YouTuber kommen. Ja, ich weiß. Ach, neue YouTuber, die mit dir zusammenarbeiten. Das glaube ich eher weniger. Komm weiter nach vorne, Bro. Du willst gleich weiter nach vorne kommen. Ja. Guck mal, was ich hier in meiner Hand habe. Ich würde nichts bringen, ich will das gleich wegnehmen. Du Ekliger. Max! Warum machst du so, Max? So, Max. Raus aus meiner Burg, Junge! So, Alphastein, hä? Warte, Max! Was? Warte, das ist meine Burg, die Bergerburg. Warte mal, kommt der von hinten? Ich glaube, der will von hinten nochmal angreifen, Leute. Wir müssen hier die Burg verteidigen. Wie gesagt, niemals werde ich die Bergerburg hier kampflos aufgeben. Max! Hallo! Niemals werde ich die Bergerburg kampflos hergeben! Max, bitte, wir müssen reden. Ja, was willst du denn reden? Ich bin kooperiert, aber du musst zugeben, dass es meine Burg ist. Oh, du spinnst. Du hast hier nicht einen Block gebaut. Doch, habe ich. Bro, dir gehört hier gar nichts. Das sind alles Steinblöcke. Dir gehört hier gar nichts. Das ist meine Burg, Junge. Stehst du das, Max? Steinblöcke. Okay, Leute, er will fighten. Er will's wirklich wissen. Er will's wirklich wissen. Max, Bro. Ja, was? Was? Bro. Du hast meine letzte Einzelne. Leute, soll ich ihn killen? Du darfst hier wohnen. Soll ich ihn killen? Ich darf hier wohnen. Du darfst hier wohnen, Max. Ist okay. Aber komm nicht so nah, Max. So, was machst du hier? Lass deine Kühe. Ey, lass meine Kühe in Ruhe. Alphastein. Lass die Kühe in Ruhe, Max. Lass die Kühe in Ruhe. Rede mit mir. Ja, ey, lass die Kühe in Ruhe. Lass die Kühe in Ruhe, Bro. So, pass meine auf. Meine Kühe. Alpha. Du hast Jeremy. Du hast Pascal. Lass meine Kühe in Ruhe, okay? Ey, Leute, er will es nicht anders. Ich glaube, er will es nicht anders verstehen. Das ist meine Burg hier, das ist alles mir. Alphastein, komm her, wir verhandeln. Okay, ich komm. Waffenstillstand. So, komm her, komm raus. So. Okay, komm mal her, weil... was hast du hier gebaut? Warum ist hier kaputt? Ich habe noch Geheimgänge. Ich habe noch Geheimkiste. Okay, pass auf. Alphastein. Es gibt jetzt zwei Wege, wie wir das Ganze regeln können. Du kannst dich sogar... Wie? Du kannst dir aussuchen. Weg Nummer 1. Kämpfen! Du gehst jetzt, kommst nie wieder in meine Burg und hängst nie wieder deine Schimmelbanner hier auf. Schimmelbanner? Weg Nummer 2. Abwandle! Wir kämpfen jetzt bis auf den Tod. Du wirst verlieren und du kommst auch nie wieder hierher.
Ich will verlieren, Max. Du wirst verlieren. Max, du unterschätzt den Alpha-Clan. Du unterschätzt die Macht, wenn du jetzt ist wirklich die Ansage wirklich droppst. Ich werde wiederkommen, Max. Du bist ein Schimmel-Clan. Ist mir egal, mit wem du kommst. Ich werde wiederkommen, Max. Komm dann. Ich will wieder YouTube auf dich setzen, damit ich besiege ihn. Komm. Hey! Was ist, Max? Du willst fighten, ne? Okay, Leute, er will es nicht anders. Er will es nicht anders. Warum bist du so? So, komm her, Junge. Oh, jetzt haut er wieder ab, jetzt haut er wieder ab. Das war das letzte Mal, Junge. Du kommst nicht mehr in die Bergerburg. Okay, okay, okay. So. Also, Alpha. Okay, er schlägt mich. Er macht weiter. Er macht weiter. Ich verlasse die Burg. Alter, ich guck mal, der geht bestimmt jetzt hinten wieder rein. Burg. Ey, Bro. Bau dir eine eigene Burg. Abstand, Max. Ich geh. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich glaube, er hat es langsam verstanden. Wobei, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde ihn killen. Ich glaube, ich werde ihn killen, Leute. Ich glaube, ich werde ihn killen, damit er es mal versteht. Damit er es mal versteht. Ja. Gib mir meine Burg zurück, ey. Das ist meine Burg. Das ist nicht deine Burg. Das ist meine Burg. Ey, Leute, der dreht so durch. Ich habe mit Liebe reingesteckt. Was für Liebe reingesteckt? Du hast gar nichts gemacht. Ich werde ihn jetzt killen. Ich werde ihn jetzt killen, Leute. Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter, guck mal, wie er wegrennt. Wie er wegrennt. Klar, dass der Alpha-Clan wieder wegrennt. Komm her, Leute. Der muss herkommen jetzt. Nein, er will alles kaputt machen. Habt ihr das gehört? Ich will alles wegnehmen. Oha, oha, Leute. Wenn er die Bergerburg jetzt zerstört, nur weil das, der Alpha-Stern ist so einer, wenn er es nicht hat, dann will er es kaputt machen. So ein Ding ist das. Aber nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Warte mal, wir müssen da hinterher. Ich würde ihn jetzt am liebsten einmal gern killen, damit der weiß, was hier abgeht, Leute. Der denkt, er ist irgendwie, hat was zu melden. Wo ist er denn? Alpha, wo bist du? Alpha-Stein. Egal, wir haben die Burg schon mal eingenommen. Das ist schon mal ganz gut jetzt hier. Wo ist er denn? So, wisst ihr was? Schreibt mal in den Chat. Alpha, du hast Burgverbot. So, wir hängen jetzt erstmal die Banner wieder ab hier. Das wirst du nicht, ein Crybaby! Der ist ja immer noch da. Ich werde die Banner jetzt abmachen. Ich werde wiederkommen, ein Crybaby, stärker denn je! Du wirst den Platz Alter. Wiederleben, Alter! Oh mein Max. Gott, okay, okay, okay. So, jetzt habe ich dich! Ich, yeah, yeah. Jetzt habe ich dich, Junge! Warte, jetzt packen wir uns den. Alpha-Clan wird wiederkommen! Der Alpha-Clan hat jetzt schon verloren. Wo ist er denn? Versteckt er sich? Wo versteckt er sich, Leute? Hey, Bro, du kannst gar nichts. Guck mal, jetzt rennt er wieder weg. Er rennt wieder weg, Leute. Ich muss hinterher. Ich will ihn einmal erledigen. Ich will ihn einmal erledigen, damit er weiß, was hier läuft. Damit er weiß, was hier läuft. Dass der Alpha-Clan hier gar nichts mehr zu kamellen hat. Das ist hier die Bergerburg, Junge. Guckt euch mal an, wie schön das ist, was wir hier gebaut haben. Ey, Junge, wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Ich hab ihn leider aus den Augen verloren, Leute. Ist egal. Wisst ihr was? Wir haben ihn auf jeden Fall in... Er ist immer noch da. Ey, er lernt's nicht. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Er macht aber auch gut Schaden. Okay, warte mal. Wir werden ihn jetzt pushen. Komm her mit deinem Müllclan. Leute, ich will ihn jetzt einmal erledigen. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, Bro. Er trifft mich halt wirklich. Ich werde ihn jetzt pushen. Headshot. Jawohl. Headshot, Leute. Headshot. So, Alpha. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Junge. Jetzt bist du dran. Ich habe eine Familie. Ist mir egal. Max. Jawohl. Treffer. Wichtig, Leute. Max. Komm. Schnell hinterher. Junge, ich höre auf, dich zu jagen, wenn du nie wieder zur Bergerburg zurückkommst. Wo ist er denn jetzt? Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Er kann nur wegrennen, Leute. So einer ist das. Die Bergerburg wurde offiziell zurückerobert. Leute, ich muss leider sagen, ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Er hat irgendwo Enderperle hingeworfen. Aber egal. Ist egal, Leute. Alles ist gut. Wir gehen jetzt mal schön zurück zur Burg und werden erstmal die Schmutz-Alpha-Clan-Banner wegwerfen. So. Zack. Die Bergerburg wurde offiziell zurückerobert, Freunde.
So, weg mit dem Banner. Weg mit dem Müll, Leute. Und hier das auch weg. Frage ist nur, wo sind die ganzen Paulberger Ritterbanner hin? Oh, okay. Jetzt erstmal hier ein bisschen die Schäden von dem Kampf hier reparieren. Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommen wird. Ich glaube nicht, dass er wieder zurückkommen wird. Wenn du das Königreich nochmal betrittst, kommt eine Amboss-Strafe. So, er kriegt die Amboss-Strafe, wenn er wiederkommt. Zack, wir packen jetzt hier erstmal unsere ganzen Diamanten, unser ganzen guten Loot rein, den ich hier geholt habe. Leute, das konnten wir die ganze Zeit ja noch nicht absafen. Also eigentlich voll gefährlich, dass wir hier gekämpft haben mit dem starken Loot hier im Inventar. Haha, träum nicht. Wir müssen unbedingt... Leute, guck mal, hier ist unser ganzes Zeug drin. Das kann halt jeder einfach hier benutzen, der in die Bergerburg geht. Das ist echt gar nicht gut. Außerdem noch unseren versteckten Verzauberungsraum. Wir müssen gucken, Leute. Wir müssen gucken. Wir müssen die Bergerburg am besten ausräumen und wirklich nur noch als Kampfort benutzen. Weil auf Dauer werden die hier mich die ganze Zeit nur beklauen. Ich sage euch, wie es ist. Die werden mich hier die ganze Zeit ausrauben. Jeder, der hier hinkommt, wird denken, er kann sich hier bedienen. So, die ganzen Müll-Alpha-Banner rein. Was schreibt der da jetzt noch? Deine Burg ist morgen kaputt. Der will die Burg zerstören, Leute. Der will die Burg zerstören. Ey, wir müssen gucken. Ich will, auch wenn wir vielleicht eine Villa jetzt in Paulberger Hills bauen, will ich natürlich trotzdem nicht, dass unsere schöne Burg kaputt geht. Wir haben hier so viel Arbeit reingesteckt. Wir müssen aufpassen, Leute. Wir müssen gewappnet sein. Also, Freunde, ich würde aber sagen, das soll es von der heutigen Episode gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir werden aufpassen. Wir geben die Paulberger Burg nicht kampflos auf. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crime Master.